So, willkommen back, Bros und Broninnen zu Risen. Wir können uns erinnern, wir haben hier aufgehört. Und wir haben hier, oh, verdammt nochmal, viele Klugscheißer hier unter den Ordenskriegern, muss man ja mal so erwähnen. Und, ja, ich werde jetzt mal ganz mutigerweise jetzt hier reinlaufen und die... Das war's? Ups. Gut, wir werden erstmal nichts tun, wir werden erstmal neu laden. Das ist ganz wichtig, ja, man darf da anscheinend doch nicht so. Aber das Interessante ist, das Krasse auch an dem Spiel ist ja, ne, dass die Echsen anscheinend so einen Mechanismus gebaut haben müssen. Ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Wie testen die denn sowas eigentlich? Ich meine, irgendwie muss man das ja testen, wenn man das baut. Ja, geh mal runter, mal gucken. Wenn du tot bist, hat's geklappt. Kannst du stolz auf deine Arbeit sein. Schulterklopfen, papapapap. Nein, natürlich nicht. Gut, wir würden natürlich dementsprechend Telekinese-Zauber jetzt benutzen, um diesen Schalter, ich war auch doof, dieses seitliche hier, diese Abschürfung zeigt eigentlich, dass hier irgendwas ist, was nicht geheuer ist. Und dementsprechend handeln wir natürlich und werden uns jetzt der Telekinese bedienen, wo auch immer die ist. Witz erzählen, Berserker, Inferner, Levitation, Telekinese, 12 Stück. Ach, jetzt kommen sie, ne? Das ist so wieder so typisch. Jetzt müsste das so runterknallen, ich würde ja so lachen, ey. Weiß nicht, wenn ich das wieder anmache. Eigentlich müsste man das einfach mal so aus Scheiß probieren. Und es gibt schon Action. Achso, ihr macht das alleine. Ja! Das ist die einzige Sprache, die die Viecher verstehen. Die verdammten Biester lernen es wohl nie. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Ja, ach, Mann, ihr seid aber heute ziemlich aggro. Ich helfe dir. Meine Güte. Die Geräusche hier auch sehr ideal, sehr schön gemacht. Gut, dass ich einen Kumpel treffe. Das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Das sagst du. Die Tür hätte jeder aufmachen können. Also bilde dir mal nichts ein. Was jetzt auch noch versuchen rumzustressen, wer der coolere ist. Meine Güte. Verdammt! Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im äußeren Kreis. Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Wir anderen werden hier alles durchsuchen und die letzten Echsen töten. Ja, da hat einer sogar schon was gefunden anscheinend. So, was wollt ihr? Ihr wollt jetzt darüber? Nee, was? Ich verstehe gerade den Inquisitor in keinster Weise, aber ist gut. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal ein bisschen, muss mal schnell auf die Uhr gucken. Nicht, dass ich hier wieder eine Viertelstunde, halbe Stunde aufnehme. Habe ich ja so an sich nichts gegen, aber wie schon gesagt, Parts zuschneiden und richtig, das ist angenehmer, als wenn ihr da 30 Minuten Parts ins Gesicht gedrückt bekommt. Von da aus achte ich da jetzt mal ein bisschen drauf. Was haben wir denn da? Ein Bronbontok. Kommt das überhaupt hier durch? Ja, anscheinend schon. Volltreffer! Ja, ich hab ja auch einen Bogen genannt. Meine Güte. So schwer ist das Ding ja ohne zu treffen. So schwer, meine ich. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen wegen Fallen. Ich kenne ja mein Glück. Achso, ja. Ich kenne mein Glück. Wir haben keine Falle gefunden, aber dafür eine Sackgasse. Ist auch genau das gleiche. Die gleiche Ironie eigentlich. Ist weg, außer dass wir nicht gestorben sind. Na, gut. Ja, wir sind in dieser schönen und Esch. Oh Mann, das ist riesig. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ach ja, ich habe ein paar Vorräte von oben mitgenommen. Wenn du was brauchst. Jetzt kann man sogar handeln mit denen hier unten. Der Junge denkt aber auch an alles. Muss man ja mal sagen. Gut organisiert ist das hier.
Aber mal schauen, ob das denn auch dem so entspricht. So, nein, hier ist auch nichts drin. Schade, ich dachte, hier finden wir eigentlich ein bisschen mehr, aber dem scheint nicht so. Hier ist nur Crap. Müll, nada, nix, niente. Das sieht hier sehr gut aus. Da wurde viel gemacht. Was mit Kakao? Verfluchte Echsenbrut, wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Ja, das sagt derjenige, der wahrscheinlich gleich als erstes draufgehen wird, wenn wir da unten weitermachen. Gut, wir müssen hier wohl runter und da unten sind automatisch speichern. Das ist schon mal ganz gut. Echt, hat er einen Echsenkrieger alleine durchgeknallt? Das ist ja mal heftig. Hätte ich ja nicht gedacht von... Ah, das ist ein Kommandant. Ja, da ist eine Zugbrücke, man kann es ganz gut erkennen. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Ja, das ist wohl wahr. Da hat er ja einigermaßen recht. Und wir haben hier auf jeden Fall eine Zugwinde gefunden, beziehungsweise ich habe sie gefunden. Entweder wir benutzen einfach mal Telekinese dafür. Wir können es ja mal ausprobieren, ob es klappt. So, Kommandant. Wir folgen dem Inquisitor. Echt? Wir folgen. Okay, gut, er ist sehr einseitig mit dem Quatschen, also von da aus, ja, ich hoffe, ihr hört nicht den Staubsauger im Hintergrund, aber auch wenn, ja, auch hier wird sauber gemacht. Stellt euch vor. Ich hoffe, er stört nicht allzu sehr. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht. Aber what happened? Mehr ist einfach immer nicht zu holen hier. Ach du Scheiße, wer ist er denn? Hilfe. What? Warum? Hä? Die Zugwinde? Was macht er hier? Das geht mir gerade nicht in den Kopf rein. Wie kann er hier schon sein? Wer ist er denn? Brand? Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Okay. Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Ja, lass mich raten, er hat eine. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Wie jetzt? Ich soll ihn fragen, aber er ist verrückt? Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Okay. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Okay. Gut, dass man hier Pilze essen kann. Die großen Pilze, hat er gesagt, soll man folgen. Den großen Pilzen soll man folgen. Sieht das hier nach großen Pilzen aus? Ich weiß ja nicht. Ach du Scheiße. Da steht ja schon Kollege Tonschuh. Gut, dass der nichts aushält. Oh ja! Heftig. Also was dieser Brand anscheinend, dieser kleine Halbstarke hier, der noch genug Bums hat, um so einen Echsenkrieger auszunocken. Das finde ich auch wieder sehr interessant, aber nun gut. Gut, dass er uns geholfen hat. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das geschafft hätten. Also ich hätte bestimmt weiter Richtung Rückzug arbeiten müssen, um die zu erledigen. Aber nun gut, ich glaube mal, wir sind hier richtig.
Ich hoffe es. Ach du Scheiße, guckt euch doch mal nicht an, das ist ja hier eine halbe Festung. What the f- Oh, ja. Oh, ja. Heftig, 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 heftig. Kann mir jemand mal ein bisschen Leben pumpen? Heftig, was sie aushalten können. Brent? Die oder? Werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Ist der tot? Hammer, 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 Hammer. Trink mal bitte was, bitte, schnell. Dankeschön. Jetzt kriegst du aber einen schönen Pfeil ins Kopf, wollte ich sagen. Ins Gesicht. Alter, nee, jetzt ist der auch noch tot. Aber jedenfalls, denke ich mal, war er weiter questrelevant nicht wichtig. Und ich behaupte mal auch, dass wir hier nicht ganz so richtig sind. Wir sollen den großen Pilzen folgen. Das sieht eher nach einem Lager aus. Ich denke mal, hier unten sind viele große Pilze. Da vorne geht das sogar weiter mit den großen Pilzen. Ja, das sieht immer noch sehr gut aus. Da sind noch mehr Krieger. Hier sind immer noch große Pilze. Mana-Pilz nennt sich diese Scheiße anscheinend. Oder auch normalen Pilz. Aber sehr interessant, dass einer davon Gaga im Kopf wird. Aber nun gut, man soll ja auch die Finger von Pilzen lassen, ne, Leute? Wer konsumiert dann alles Pilze? Also ich bevorzuge ja Champignon. Champignon. Nette Ausbeute. Nette Ausbeute, Siegchen, Zinose, Keule, Tonschuh. Aber wir nehmen natürlich diese ganzen komischen Pilze einfach mal mit. Man kann ja nie wissen, vielleicht sind sie ja auch gut. Vielleicht kann man sie ja kochen. Automatisch hier wird gespeichert. Das ist schon mal ganz gut, aber mir missfällt das hier im Sumpf. Das ist echt eine Art Sumpf. Haben sie echt geil hinbekommen hier in dieser Höhle. Schön gemacht. Aber mir missfällt das trotz allem. Ne, du sollst ruhig kämpfen, Charakter. Das wäre eigentlich... Diese Ghouls, ne, die ich raff immer noch nicht, wie die so viel Schaden machen können. Ach so, ich sammle schon automatisch ein. Das ist auch eine ganz nette Art und Weise. Gut. Ghoul getötet. Ein Problem weniger hier im Sümpfchen. Und ich stampfe durch den Sumpf und hab ein Runenschwert gefunden und ich singe hier und da la 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 la. Okay, das. Oh, wen haben wir denn hier? Hallo. Hallo Sumpfmann. Sowas. Ein Mensch. Ja. Die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Willst du ein Stück Pilz? Ach, weißt du, klar. Klar, gerne. Na? Schmeckt gut, was? Bisschen matschig, findest du nicht? Ah, du weißt nicht, was gut ist. Das sind gute Pilze. Ich suche einen Trupp Echsen. Den Jagdtrupp. Ja, ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Und? Sagst du es mir? Nein. Du magst meine Pilze nicht. Deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Gut, danke. Ja. Du bist völlig verrückt. Muss man nochmal sagen. Verrückt? Brent sagt das auch. Aber das macht mir nichts.
Weißt du, früher wusste ich gar nicht, wie gut Pilze schmecken. Ich meine, vor meiner Verletzung. Verletzung? Die Echsen haben mir mächtig eins auf den Kopf gegeben, weil ich nicht mitgehen wollte. Ach so. Nur die Pilze haben mich gerettet. Ja. Nur die Pilze, nur die Pilze. Leben gerettet? Pilze? Du spinnst total. Nein. Die Echsen haben mich halb tot in eine Höhle geschmissen, zum Sterben. Das Einzige, was es da gab, waren Pilze. Schöne, große, saftige Pilze. Haben mir das Leben gerettet. Seitdem esse ich nur noch Pilze. Das bringt mir Glück. Ja, verstehe. War wohl ein harter Schlag, den du da gekriegt hast. Oh ja, sehr hart sogar. Aber die Pilze haben mich gerettet. Ja, die Pilze nur. Wir betonen es auch nochmal, die Pilze. Verrückt. Verrückte Geschichte. Sehr verrückt. So, laut seinen Aussagen müsste das ja hier so richtig sein. Dass wir hier langlaufen. Hier wird nochmal automatisch gespeichert. Das ist schon mal ganz gut. Volles Leben haben wir ja. Sprich, wenn Gegner kommen sollten, haben wir ja... Da ist ja was. Das ist wieder... Oh, ja. Oh, ah. Oh. Ja. Ja. Hallo Charakter, ich habe gesagt, du sollst eigentlich blocken. Manchmal stellt sich der Charakter so doof an, dass er noch... in irgendeinem Modi... Hey. Gut, okay, das haben wir schon mal. Meine Güte, dass ich hier nur bedingt mit den Echsen klarkomme, das regt mich noch teilweise ein bisschen auf, weil eigentlich dachte ich mir, dass mein Charakter ziemlich standfest ist bezüglich der neuen Rüstung, aber so schnell geht das anscheinend noch gar nicht. Wir brauchen entweder noch eine bessere Rüstung, die wir noch kriegen, hoffentlich, oder wir müssen permanent irgendwie Level steigen, damit wir das gebacken hier kriegen. So, wo soll ich denn jetzt bitte lang? Scherzkeks, das hat er nämlich nicht erzählt. Und mal ganz im Ernst, also es neigt ja auch hier ein bisschen sich zu verlaufen in diesem scheiß Gewölbe hier. So, den kriegen wir klein. Das scheint sogar die Gruppe zu sein, die wir... Nimm deine Waffe, verdammt. Kann er ja nicht hingehen. Oh, ja. Eieieiei, das war jetzt knapp. Also, der hätte uns rein theoretisch eigentlich ausnocken können mit meiner Schusslichkeit gerade. Aber doch gut, ist nicht passiert. So, das sieht aber nach dem Jägertrupp aus. Aber schön, dass das hier so alles verwinkelt ist. Das macht die Sache hier ziemlich einfach für mich. Was ist da? Ich hoffe, kein Priester. Weil die Viecher sind mehr als unnett. Aber ein Wächter dafür. Ach so, gleich zwei. Ja, klar. Muss ja auch spannend bleiben. Ach, noch ein Jäger. Ja. Oh, ja. 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 Oh, ja. Ich darf mich bloß nicht in die Enge treiben lassen, deswegen muss ich hier gerade mal ein bisschen... Oh, ja. Gucken, dass ich hier mich nicht zu sehr... Ja. Oh. Die aber auch alle super blocken können, ja. Ich kann das nicht so gut wie ihr Echsen, Viecher, ihr. So, ich hoffe, das war's jetzt. Heilige Scheiße, mit den Echsenschwertern können wir uns aber jetzt auch so langsam totschmeißen. Wortwörtlich. Schade, dass man die nicht werfen kann. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Oh, wir haben Schlüssel bekommen. Lasst mich raten. Dieser Schlüssel ist wahrscheinlich für den oben genannten Weg, den wir jetzt gerade eben gefunden haben. Ich glaube, ich laufe jetzt wieder zurück. Das ist nicht so gut. Meine Güte, wie weit verwinkelt diese Höhle hier doch ist, ne? Ich meine, oben war ja auch schon relativ groß, aber jetzt hiermit. Meine Güte. Aber das sieht nach draußen aus. Sehe ich gerade. Steinerner Tor. Hier haben wir noch eine Steinplatte, die wir mitnehmen können. Sacken wir auch mal eiskalt ein. Nee, hier können wir nichts machen. Wir haben hier aber noch irgendwo bestimmt was. Hier, diese Tür da rechts. Ich hoffe, die kriegen wir auf. Das wäre nämlich ganz cool, wer weiß, was da drin ist. Und dann haben wir schon mal einen Weg nach draußen gefunden. Das hat sich gelohnt. Hier haben wir schon mal ein Schloss.
Bist du cool? Was will Mensch? Weiß nicht. Dorket, Mensch. Mensch, Freund von Dork. Ja. Ach so. Wir sind uns schon mal begegnet. Dork gefangen von Schuppige. Mensch befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork jetzt wieder gefangen. Nö, jetzt bist du nicht mehr. Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dork. Oh. Dork eingesperrt. Dork wieder eingesperrt. Dork mächtig sauer. Ja, du bist frei. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen, an Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Der scheint ja mehr zu wissen als, ja. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Eine große Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen, nein. Ja, komm. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Mensch spricht, Dork folgt. Komm mit. Gut, gut. Schade, dass er uns nichts beibringen kann. Das wäre eigentlich genial, weil... Ja, ne? Beibringen und so. Jedenfalls wird automatisch gespeichert und wenn wir hier draußen sind, werden wir bestimmt nichts mehr finden. Oder doch? Nee. Aber jedenfalls ist jetzt das da hinten auf. Das war auch dieses, wo ich mich ja 50 Mal versehen habe. Oder gedacht habe, dass man das aufmachen kann. Das kann man aber nicht. Aber nichtsdestotrotz, Bros. Ich werde jetzt hier, unser Charakter wird uns jetzt mal ein bisschen chillen. Und wir werden im nächsten Part hier weitermachen. Wir werden natürlich wieder mit unserem Kumpel natürlich weitermachen. Weiter in die Tiefen gehen. Und dementsprechend hier ein paar Echsen auf die Fresse hauen, damit wir auch ebenfalls mal die Karte kriegen, damit wir einen Überblick verschaffen können, wie groß das eigentliche System da unten ist. Und wie wir natürlich auch die Tür aufkriegen, damit der Inquisitor weitermachen kann. In der Hoffnung, dass diese ganze Echsenkriegsangelegenheit auf dieser Insel endlich mal verschwindet und damit endlich mal Frieden herrscht. Das alles vielleicht schon im nächsten Part. Du bist noch kein Abonnent, aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt nochmal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch. Klick einfach auf Mag ich und schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen. Zum Beispiel wie, du bist einfach nur geil. Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bro. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen, einfach mal gucken. Danke, Bros.